Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute packen wir mal zusammen hier dieses Kumika Shotgun-Mikrofon aus, was sich gut zum Vloggen eignet. Es passt an alles: DSLRs, an Smartphones, an die GoPro. Soll es passen? Wir schauen mal. Es ist das CVM VM 10-2. Cardioid, Minilight, hat Shock-Resistant Mount, super Anti-Interferenz und für alles geeignet. Ja, dann packen wir das gute Stück doch mal aus. Oh, okay. So, mit dabei haben wir noticed kleines Dings, Garantiekärtchen und eine Bedienungsanleitung in ja, Chinesisch, aber auch in Englisch. Also die zwei Sprachen sind dabei, aber ich denke mal, so ein Mikrofon ist eigentlich selbsterklärend. Sehr gut gefällt mir schon mal hier die Transporttasche. Ist recht robust. Hier steht Kopika Pro Audio Mic. Und dann schauen wir mal, was drin ist. Ah, auch gut. Also drin haben wir ein Shock Mount, das Mikrofon, einen normalen Puschel fürs Mikrofon. Dead Cat. Ja. Könnte ein bisschen größer sein, aber mal gucken. Hält auf jeden Fall schon einiges ab. Ah, und zwei Anschlusskabel. Einmal das hier ist geht ins Mikrofon und das ist für Smartphone. Das hat die drei Ringe hier. Die braucht ihr, wenn ihr es an einem Smartphone anschließt. Und einmal normal für DSLR, das hat jeweils nur zwei Ringe dran. Also so. Mikrofon ist aus Aluminium. Sieht eigentlich aus fast wie so ein Rode-Mikrofon. Komika. Hier steht nochmal die Bezeichnung drauf. Der Shock Mount ist auch okay. Also das heißt, es werden keine Geräusche übertragen auf. Also wenn ihr sonst an die Kamera oder irgendwie drankommt, das wird ja alles immer auf die Kamera übertragen. Das wird hier nicht der Fall sein. So ein Puschel hier. Und ich denke mal, der muss über den Puschel gezogen werden, weil der sonst zu groß ist für das Mikrofon. Dann sähe es ja zu locker. Also ich würde ihn jetzt hier so drüber ziehen. Das passt auch. Ja, dann würde ich sagen, ich baue mal hier was auf und dann gucken wir mal, wie der Sound ist. Im Moment nehme ich mit einem Rode Lavalier-Mikrofon auf, was ich am Revers angesteckt habe. Und dann gucken wir mal, wie dieses Directional-Mikrofon ist von der Aufnahmequalität her. So, dann testen wir das Ganze mal. Ich habe jetzt das Komika CVM VM 10-2 angeschlossen, habe es so circa einen guten halben Meter von mir weg und wir schauen einfach mal, wie die Soundqualität ist. Ich werde jetzt auch mal das Mikrofon ausstecken und dann habt ihr das interne Mikrofon von meinem Huawei P20 Pro und dann kann man auch mal einen Unterschied hören. Ich finde, es ist eigentlich sehr schön kompakt. Man kann es auch halt gut mit rausnehmen. Verarbeitung bis jetzt gefällt mir sehr gut. Und ich bin
sehr auf die Soundqualität gespannt. So, ich stecke jetzt mal das Mikrofon aus. Und im Moment ist halt nur jetzt das interne Mikrofon vom Huawei dran. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es klingt. Zuerst mal vielen Dank fürs Reinschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Es war halt ein kleines Unboxing. Und ich werde dieses Mikrofon aber auch mal mit meinem Rode Shotgun Videomic vergleichen und einfach mal einen Soundtest machen. Aber das kommt in einem anderen Video. So, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.